Grüß Gott und hallo. Ich bin Dr. Christoph Metzler. Ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen, in meiner Sprechstunde begrüße ich Sie wieder herzlich. Es geht dieses Mal um eine Erkrankung der Haut, die zwar häufig vorkommt, die aber dennoch nicht so bekannt ist. Sie heißt Impetigo contagiosa. Das ist eine hoch ansteckende Erkrankung. Dieser Begriff contagiosa heißt kontagiös, heißt sehr ansteckend. Und diese Erreger dieser Erkrankung sind eigentlich immer und überall da, diese Streptokokken und Staphylokokken. Deshalb kann diese Erkrankung ständig vorkommen. Es ist eine typische Erkrankung im Kindesalter, obwohl sie auch manchmal im Erwachsenenalter vorkommt. Ansteckend bedeutet, wenn man sie hat und man berührt mit dieser entsprechend infizierten Hautstelle eine andere Hautstelle, bei sich selbst oder auch bei einem anderen, dann kommt es an dieser Stelle ebenfalls zu dieser Erkrankung. Ich zeige Ihnen hier Bilder von dieser Erkrankung. Sie erkennen fleckförmige, erhabene Erscheinungen auf der Haut, die, wenn sie entsprechend größer werden, richtig furchterregend ausschauen können. Und tatsächlich, weil sie so ansteckend sind, ist es auch gerechtfertigt davor, Angst zu haben. Denn wenn man nichts tut, dann breitet sich diese Erkrankung immer weiter aus. Diese Hauterscheinungen sehen ganz charakteristisch aus. Man spricht von sogenannten honiggelben Krusten. Das sieht man ganz schön auf diesen Bildern. Sie sind am Anfang etwas feucht und trocknen dann ab. Und sie werden immer größer. Sie breiten sich aus. Das Besondere dabei ist aber, dass sie überhaupt keine Schmerzen verursachen. Den Kindern geht es scheinbar eigentlich ganz gut dabei. Sie beginnt manchmal ähnlich ausschauend wie ein Insektenstich. Oft ist das auch die eigentliche Ursache. Man kratzt nämlich an diesem Insektenstich, wenn es juckt, und kratzt diese Staphylokokken oder Streptokokken quasi unter die Haut, wodurch sie in die Haut gelangen und sich dann vermehren und dann zu dieser Hauterscheinung führen. Je früher man sie erkennt, umso weniger schlimm wird der Verlauf dieser Erkrankung. Und diese Bilder, die Sie gerade gesehen haben, kommen dann gar nicht in diesem Ausmaß vor. Das heißt, wenn Sie eine solche Stelle bei Ihrem Kind entdecken, dann sollten Sie so bald wie möglich zu Ihrem Arzt gehen und dies zeigen. In der Regel kennt ein Kinderarzt diese infektiöse Krankheit und wird sofort mit der richtigen Behandlung beginnen. Am häufigsten kommt diese Impetigo contagiosa im Gesicht vor. Das ist einfach der Ort, an dem man am häufigsten manipuliert, und an den Händen und Armen. Da beginnt sie gerne. Aber sie breitet sich dann über den ganzen Körper aus, je nachdem, wohin man mit den Fingern dann hinkommt und an der Haut entsprechend manipuliert. Zur Behandlung dieser Hauterkrankung noch ein Wort. Wenn man Glück hat und man erkennt diese Erkrankung praktisch im Anfangsstadium, wenn gerade eine kleine Hautstelle sich entsprechend zu verändern beginnt, dann kann man diese Hautstelle mit einer antibiotischen Salbe möglicherweise und oft in den Griff bekommen, so dass sie sich wieder verkleinert und es nicht zu einer weiteren Ansteckung kommt. Sobald aber eine gewisse Größe erreicht ist und vor allem, wenn mehrere Hautstellen davon betroffen sind, ist in der Regel eine lokale, also eine örtliche Behandlung mit einer Salbe nicht mehr ausreichend. Das bedeutet, man bleibt ansteckend und vor allem bekommt man weitere neue Effloreszenzen, so heißen diese Hauterscheinungen im Medizinfachjargon. Das bedeutet, meistens muss man diese Impetigo contagiosa mit einem antibiotischen Saft oder wenn die Kinder größer sind oder bei Erwachsenen,
mit entsprechenden antibiotischen Tabletten behandeln. Und dabei muss man darauf achten, dass diese Behandlung ausreichend lange durchgeführt werden muss. In der Regel zwischen 1 und 2 Wochen. Auf jeden Fall so lang, bis sicher ist, dass keine weitere Ansteckungsfähigkeit mehr besteht. Und zu diesem ansteckungsfähig sein eben noch ein Wort: Ein Kind mit einer Impetigo darf, solange es nicht behandelt ist, nicht in den Kindergarten, aufgrund dieser hoch ansteckenden Eigenschaft dieser Erkrankung. Wenn diese Hautstellen aber 2 bis 4 Tage behandelt sind und trocken sind, dann ist die Ansteckungsfähigkeit vorbei und dann kann ein Kind auch wieder in den Kindergarten. Und zum Thema Antibiotikum und den Umgang damit habe ich ja ebenfalls ein Video auf diesem Kanal. In diesem Zusammenhang verweise ich gerne auch darauf. Scharlach oder die Angina, was die beiden Begriffe miteinander zu tun haben, das werden Sie gleich verstehen. Der typische Fall, mir wird ein Kind vorgestellt, im Kindergarten oder in der Schule ist Scharlach und dieses Kind klagt über Halsschmerzen und es wird mir in der Sprechstunde vorgestellt und ich sehe ein Kind mit einer Halsentzündung. Das ist eine Angina. Antibiotika. Ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich Arzt sein kann in einer Zeit, in der es Antibiotika gibt. Ohne Antibiotika sind bestimmte Krankheiten einfach nicht behandelbar. Früher waren bestimmte Krankheiten tödlich oder endeten mit schlimmen, bleibenden Folgen. Das gibt es heute durch das Vorhandensein der Antibiotika nicht mehr. Darmwürmer. Darmwürmer sind eklig, zugegeben. Aber sie gehören zu unserem Leben dazu und sie können machen, was sie wollen. Sie werden über kurz oder lang bei ihren Kindern oder bei sich selbst immer wieder Darmwürmer erleben. Und wie sie damit umgehen, das lernen sie jetzt.